was fehlt uns noch für diesen Kartensatz, diesen Druidensatz. Und dann schauen wir auch, okay, jetzt müssen wir hier kurz durch die Höhle. Und dann schauen wir auch noch mal nach der Spur, die wir gerade eben gefunden haben. Ja, also haben einiges noch zu tun hier. So, hier sind dann auch mal ein paar Druiden. Ah, möchtet ihr mir helfen, einen Zauber zu erproben, an dem ich gerade arbeite? Ich verspreche euch, dass es unterhaltsam wird, nicht tödlich. Sollen wir uns darauf einlassen? Welche Art von Magie erprobt ihr? Ein wenig Veränderungsmagie. Ich habe bei den Druiden von Glimmerbergsee gelernt und ihre Arbeit mit Pflanzen inspirierte mich. Ich wollte sehen, ob ich auch Personen wachsen oder schrumpfen lassen kann. Bisher funktioniert es. Okay, ihr wollt mich also kleiner oder größer machen. Ganz genau. Wie schnell ihr doch versteht. Also seid ihr interessiert? Ich kann euch einige Sekunden lang in eine kleinere oder größere Version eurer selbst verwandeln. Lassen wir uns mal überraschen. Ach, ich weiß nicht. Entscheidet ihr. Das wird sicher lustig für euch. Oh, ich kann es kaum erwarten, den anderen Mitgliedern der Magiergilde zu erzählen, wie die Zauber gewirkt haben. Danke, dass ihr mich das tun lasst. Sie hat kleiner gewählt. Ja, sehr schön. Mir kommt jetzt auch irgendwie die Gegend viel größer hier vor, alles. Ja, irgendwie... Ach, das war's schon. Ach, das ging ja schnell. Dann müssen wir sie ja noch mal fragen, ob sie auch mal größer machen kann, oder? Dann nehmen wir auch noch den anderen möchtet Zauber. Möchtet ihr mir helfen? Ein wenig. Ganz genau. Hervorragend. Oh, das werdet ihr nicht bereuen. Und genießt den leicht erhöhten Ausblick, solange ihr könnt. Jo, so muss das sein. Sehr gut. Schade, dass man das nicht länger hat, diesen Buff. Also, der Riese Garion ist unterwegs. Oh, schade. Es war lustig. Aber es hat nicht lange angehalten. So, jetzt haben wir hier einen neuen Point of Interest gefunden. Hier werden Steine abgebaut oder sowas. Ich habe da ja so ein Gefühl. Ganz froh sein, dass mein Inventar voll ist. Das hat dir jetzt das Leben gerettet. Ihr wusstet schon, Leidensklinge und so, ne? Diebesgilde und so. Aber ich bin ja voll dann, ne? Bin ich heute mal in guter Stimmung. Übrigens, ihr könnt hier auf meinem Kanal Gari-Punkte sammeln. Und diese Gari-Punkte könnt ihr hier auch eintauschen. Wisst ihr, was das Problem? Und dann könnt ihr da zum Beispiel Witze anfordern. Oder wenn die Kamera läuft, heute läuft sie leider nicht, auch die Kamera einschalten und dann Disco-Lichter anmachen. Ihr könnt auch machen, dass ich rückwärts laufe hier mit, also mit meiner Tastatur rückwärts laufe, meine ich. Jetzt nicht hier bei mir zu Hause. Sondern genau, dann könnt ihr also so lustige Sachen anfordern, indem ihr Gari-Punkte sammelt. Und die sammelt ihr als Abonnent natürlich noch viel schneller. Also eben, danke nochmal an PandaTeddy71 für dein Abo. PandaTeddy kriegt jetzt schneller Gari-Punkte und hat dann vielleicht die Möglichkeit, die auch bald mal hier einzutauschen. Ihr könnt sogar Spiele anfordern. Wenn ihr sagt, Mensch, das eine Spiel, das wollte ich schon immer mal bei dir sehen, dann könnt ihr das hier auf dem Kanal auch anfordern und sagen, das Spiel würde ich gerne sehen. Am besten ein Spiel, was ich nicht schon 100-mal gespielt habe, also irgendwas Neues, Schickes, Tolles. Ich greife da auch mal für in den Geldbeutel, also ich hole mir das Spiel dann meistens auch, wenn ich es noch nicht habe. Ich habe mir sogar für ein Spiel eine Elgato-Karte geholt, eine Capture-Karte für die Switch, damit ich ein Switch-Spiel spielen konnte. Ich hatte eine Switch, aber noch keine Videoaufnahmekarte. Und nur weil das einer gewünscht hat, habe ich mir sogar diese Capture-Card gekauft. Also, ich... wie heißt das? Ich scheue keine Kosten und Mühen dafür, euren Wunsch dann wahr werden zu lassen, wenn das Spiel gut ist. Ja, also, wenn das jetzt nicht so ein 1930er-Titel ist, so mit irgendwie Brettspiel oder so. Ne, einfach wünschen und Gari-Punkte sammeln. Genau, und Gari-Punkte kriegt man auch, wenn wir nachher mal raiden. Wir raiden gleich einen anderen Kanal, da kriegt er nochmal 250 Gari-Punkte. Oder wenn ihr das erste Abo verschenkt hier auf dem Kanal. Oder den ersten Bit cheert. Man kann ja auch hier Sounds abspielen oder sowas. Über den Sound-Manager oder über den Sticker-Manager. Und dann könnt ihr sozusagen
Hier müssten wir noch aktivieren, ne? Sehe ich gerade so. Sollen wir die Runde reiten? Komm, wir reiten die Runde, damit wir einfach schon mal den Weg hier freigeschaltet haben. Jetzt müssten wir sofort wieder so weit wegporten von dem Questpunkt. Achso, die Spur wollten wir noch lesen. Genau, aber wo war ich dran? Ah, jetzt bin ich doch raus. Okay, wir haben den Frauenstreichbekleidung, den Torso hier. Sehr gut, 5 Teile brauchen wir. 1 haben wir. Zeichen der Frauenfürsten. Sprintet ihr 1 Sekunde lang durchgehend, wird euch die Fähigkeit gewährt, Feinde zu durchqueren. Feinde, die ihr durchquert, werden 4 Sekunden lang verzaubert, wodurch deren Fähigkeit anzugreifen oder Fähigkeiten auszuführen, während sie sich auf euch zu bewegen, entfernt wird. Verzaubert ihr einen Feind auf diese Weise, werden bei euch 678 Ausdauer und Magika wiederhergestellt und ihr werdet in Höhe von 678 Leben geheilt. Durch das Verzaubern eines Feindes wird eure Tarnung aufgehoben. Seit Jahrhunderten bereitet es dem Hirschvolk von Hochinsel Freude, Reisende zu quälen. Ihre Posten sind großenteils harmlos, aber wenn ein Faun als was ein Faun als witzig betrachtet, kann oft in tödlichem Kontrast zum humanen Verständnis von uns Stadtbewohnern stehen. Ja, also Zeichen des Faunfürsten. Gucken wir mal, was das ist. So, und dann müssen wir jetzt einfach mal hier das Ganze aktivieren. Ja, ist alles nicht so schwierig. Mit den ganzen Zusatzdingern kriegt man das eigentlich immer gut hin. Fertig. Ausgrabung auf dem höchsten Stand, erspähen auf dem höchsten Stand und dann findet man auch alles eigentlich ganz gut. Oh, wir sind genau bei dem Punkt. Was bedeutet das? Genau. Wir graben das gleich mal sofort aus. Und so wird der Stream wieder in die Länge gezogen und wir kommen mit der Quest nicht weiter, wenn man immer noch was anderes tun kann. Ne? Dann kann man auf einmal hier wieder was erspähen und dann kann man schon wieder eine Quest finden und dann wieder einen lustigen NPC, der einfach nur einen verzaubern will. Und dann den Weltboss und dann die Himmelscherbe und dann Vulkanschlot und ach Gott, immer ist was zu tun. Gut, dafür müssten wir jetzt noch ganz unten, da gehen wir jetzt mal nicht hin. Aber wir ersperren noch den Rest. Wir haben nämlich auch schon das Zeichen des Faunfürsten. Wir haben nämlich auch die sorry, ich rede manchmal auch Quatsch. Die Drehplatte einer druidischen Spieluhr, das ist nämlich ein Einrichtungsgegenstand. Und das finde ich auch cool, eine Spieluhr. Macht ja, wo es aussieht, auch Musik, ne? Also von daher, auch die möchte ich natürlich haben. Eine druidische Spieluhr. Gucken wir mal, ob wir die auch ausgegraben kriegen. Machen wir jetzt erstmal nicht. Wir halten uns, wie gesagt, an die Reihenfolge, dass ich die Quest machen möchte. Der Weg zur Quest ist gerade mit vielen Ablenkungen gepflastert, aber wir gehen dahin. Und danach die Hauptstory weiter. So. Okay. Jetzt haben wir nur noch eins, nämlich das versteinerte Gelege. Ist auch ein Einrichtungsgegenstand. Ihr seht das hier, so ein Vulkesh-Ei. Sieht auch ziemlich cool aus. Ja, was ich alles hier für Spuren finde, oder? Das hat was, ne? So, und man muss ja auch gucken, dass man diese ganzen Spuren dann... Na, ich bin auch blöd manchmal. Jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Dass man die Spuren natürlich auch zeitnah angeht, die laufen nämlich irgendwann ab. Ja, wenn ihr also zu lange euch Zeit lasst, sind die weg. So, und damit haben wir jetzt 4 Antiquitäten, die wir hier demnächst ausgraben müssen. Eine graben wir jetzt sofort aus. Und eine habe ich noch, ne? Eine aktive Spur, die relativ interessant ist, hatte ich noch. Ich muss mal gucken, wo sie ist. Ja, ist auch schon weg. Ne, dann war das diese Drehplatte, die ich auf jeden Fall haben wollte. Die ist nämlich auch nur noch 16 Tage da, seht ihr das? Ja, die hatte ich nämlich beim letzten Mal gefunden und habe dann gesagt, die musst du auf jeden Fall noch machen. Ah ja, es gibt so viele Erspähbaren. Sag, macht es eigentlich? Seid ihr Erspäher? Seid ihr Schatzsucher? Habt ihr daran Spaß? Oder habt ihr das ausgelassen, den Inhalt? Irgendwo hier muss es sein.
leuchtet es doch ziemlich offensichtlich. Wo ich gerade mal hier bin in der Ecke, werde ich jetzt auch mal gucken, was hier noch so leuchtet. Seide kann ich auch mal gebrauchen. Ich bin Schneider. Ich bin eigentlich alles, weil ich alles geskillt habe. So viele Fähigkeitspunkte, wie ich habe. Ich habe, glaube ich, sogar noch Fähigkeitspunkte übrig und kann gar nichts mehr skillen. Ich glaube, diese drei Fähigkeitspunkte kann ich nirgendwo mehr einsetzen. Ich glaube, alles ist durch. Das interessiert mich jetzt gerade nochmal. Jeden Skill im Spiel. Ja gut, ich habe natürlich nicht alles an Waffen hochgeskillt. Sonst hätte ich zu wenig, ne, wenn man die auch alle komplett hätte. Aber ja, es gibt immer noch welche, die kann ich noch weiter machen. Oh, hier sieht es aber gut aus. Hier können wir auch nochmal einen Punkt reinstecken. Ja, aber die meisten Sachen sind schon relativ weit. Meteor habe ich früher mal benutzt, als ich noch nicht diesen Atronach dabei hatte, fand ich den Meteor immer cool. Er hätte für jeden von Initiativen Angriff getroffenen Feind ultimative Kraft oder erhöht den Schaden, verursacht Frostschaden und verlangsamt Feinde. Das fand ich immer cool. Komm, den Fähigkeitspunkt kann man jetzt mal ausgeben. Ja, man kann immer noch ein paar Fähigkeitspunkte ausgeben, ne? Aber wenn man es nicht benutzt, warum soll man da Punkte ausgeben? Aber hier bei den Handwerksberufen ist alles maximal. Ich kann mich komplett selbst versorgen, wenn ich es wollte. Da haben wir eine kleine schöne Nische gefunden, ne? Nicht schlecht. Schön, schön. So, graben wir das Ding mal aus. Was haben wir denn da Schönes? Was tut man nicht alles für einen mystischen Gegenstand? Ah ja, hier ist mal richtig. Die ist gut. Dann wollen wir mal. Ich habe immer so zweimal runter und dann drei Stufen runter und dann bin ich unten angekommen. War immer bei den dunklen, schweren Steinen. So grab ich aus. Ist vielleicht nicht so das Optimum, weil man kann auch mit dem Spaten ganze Flächen ausgraben und so. Aber irgendwie muss ich mich da zu sehr konzentrieren bei diesen Flächenausgrabungen. Darum mache ich die nicht so. Hier weiß ich genau, zweimal graben, schwarze Steine, dann drei Stufen runter und schon habe ich was ausgegraben. Okay. Geht auch nicht immer. So, und dann haben wir das schon mal. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen schönen Nebenfund finden. Ist nicht immer einfach, die Nebenfunde zu finden. Ach, leider nichts, aber egal, Hauptsache das Zeichen ist dabei. Sehr schön. Eins von fünf Items. Wenn ihr Fragen zum Ausspähen habt, wenn ihr Fragen zu den Druidenkartensets habt, ja, also zu Ruhmesgeschichten oder was auch immer, dann einfach in den Chat damit. Ich lese ja mit und dann versuche ich die Fragen zu beantworten. So, also wir haben eben Karten gefunden. Und jetzt ist gerade mal ganz kurz mein Problem, da ich gar nicht mehr weiß, wo die Ruhmesgeschichten waren. Waren die jetzt? Die waren nicht im Tagebuch, die waren auch nicht im Inventar. Wo waren die nochmal? Die waren bei den Sammlungen, ne? Ja, überall immer woanders? Ne. Das war wieder was anderes? Oh Gott. Doch, da sind sie doch. Da ganz hinten. Ruhmesgeschichten, Patronen. Das muss man auch erstmal wissen, ne? Sind sie jetzt im Tagebuch, sind sie jetzt im Inventory-Reiter oder sind sie jetzt im Sammlungsreiter oder wo sind sie denn da eigentlich? ESO wird auch immer ein bisschen komplexer. Da wäre auch nochmal gut, so ein Menü zu haben, wo man einfach suchen kann, ne? Dass man einfach sagt, so ein Mega-Menü sozusagen, ja, wo alle Sachen untereinander stehen und man dann sagt, ich möchte in das Menü rein. Dass man nicht so immer alles anklicken muss, suchen muss, immer hier oben die Icons anklicken muss, damit man weiß, wofür die gut sind. Für Neuanfänger ist das echt extrem heftig viel. Und man weiß nie, soll ich das jetzt machen, muss ich das jetzt machen, wofür ist das wichtig? Ja, das ist ein bisschen schwierig, bei ESO am Anfang reinzukommen. So, ja, und zwar, welches habe ich eben gefunden? War das... Habe ich jetzt das Druiden-Set? Habe ich die alle? Nee, habe ich noch nicht. Genau.
Weil das war doch das Problem, ne? Dass ich jetzt... Hier kann ich nicht gucken, wie kriege ich das. Jetzt weiß ich wieder, wo das Problem war. Wo sehe ich das nochmal? Hier bei Fragmente. Jetzt endlich, genau. Doch bei Sammlungen. Und zwar das hier habe ich gerade eben gefunden. Kartensatzfragmente schlechtes, ne? Bei Anführer der offenen Welt war der. Und jetzt müsste ich nochmal gucken, dass ich das Abenteuer beste Freunde mache. Die Errungenschaft. Dann in einem Verlies hier auf Galen das nächste finde und dann die Traum von Cassionara Quest machen. Ja, und dann habe ich das auch. Wir können mal gucken, ist das eine von den Hauptstories? Der Traum von Cassionara ist die vorletzte Hauptstory. Ja, den sollten wir machen. Dann kriegen wir auch das Druiden-Set. Gut, müssen wir auf jeden Fall die Hauptstory durchmachen. Aber da seht ihr das, ne? Bei den Sammlungen, das ist ganz schön. Da sieht man, was man machen muss, um alle Ruhmesgeschichtenkarten zu bekommen. Wenn man sie haben möchte. Ne? Das ist natürlich auch wieder die Frage. Ruhmesgeschichten. Muss man da auch ein bisschen mögen. Bin kein Fan von Ruhmesgeschichten. Dauert mir zu lang. So, ist der gerade aktiv? Ne, der ist nicht aktiv. Wir können weiter hier den Weg folgen. Hier sind also die Meereselfen mit dem Feuerwein verbündet. Und lauern uns auf diesem Weg hier auf. Das gibt's ja gar nicht. So, vielleicht dreht sich jetzt gleich noch da oben der Wasser. Dann gehen wir da mal hin. Oh, sieht nicht so aus, ne? Ne, der ist nicht an. So, dann reiten wir jetzt mal schnell zur Quest, damit wir weiterkommen von der Storyline her. Schon wieder 2 Stunden am Streamen und nur am Rumgucken und Erkunden und Erforschen, weil alles so schön aussieht. Aber man kommt halt einfach nicht weiter. Mit der Geschichte. Das ist auch was. So, also jetzt gerade um... Mein Neffe das Spiel neu anfängt, der weiß gar nicht, wo soll ich denn hier zuerst hin? In welches Gebiet, wenn alles das gleiche Level hat. In anderen Spielen, so WoW, Herr der Ringe Online, Final Fantasy, da hat man ja doch eine sehr geradlinige Geschichte und kann nicht einfach überall mal hin. Ja, man muss das richtige Level haben, sollte auch der Geschichte folgen und so. Hier kannst du überall hin, kriegst überall eine Quest an jedem von diesen, ich sag mal, Points of Interests oder hier an diesen Icons hier, wo immer so ein bisschen was erklärt wird, ja, kann man sich überall Quests abholen und da ist man einfach völlig überfordert. Wenn man einmal hier durch das Gebiet reitet, hat man 5 Quests und das in jedem Gebiet und mehr als 5 meistens und das ist halt echt krass. Warum gehe ich eigentlich hier rein? Achso, wegen dem, genau, wegen der Feuerstelle. Nicht. Ich will nicht kochen. Ich meinte eigentlich Schmiedestelle, aber das war es nicht. Ja, wo ist denn da was? Ah, da haben wir es doch. Na. Ich habe gerade im Moment Zielprobleme. Kein Zielwasser getrunken. So, geflecktes Blut mal schnell hergestellt. Muss auch mal sein. Okay, hier haben wir zack, das Set. Zurechtweisung der Chimäre. Die haben wir schon gekillt. Und hier kriegen wir maximales Magicka, Leben und Ausdauer. Wird alles erhöht und verursacht ihr mit einem schweren Angriff maximale Stärke Schaden. Erhalten die 3 eurem Ziel nächsten Verbündeten Magicka und Ausdauer zurück. Also für eine Gruppe ganz gut. Dann kriegen die Magicka und Ausdauer. Die wiederhergestellte Ressource hängt von eurer Waffenart ab. Ausdauer, ne, bei Schwert und wenn ihr einen Stab habt, dann meistens Magicka. Sehr schön. Damit haben wir die nächste Set-Station gefunden. Gucken wir nochmal gerade den Point of Interest an. Hier eine Ritterburg. Faszinierend. Die werden wir bestimmt bald mal von innen betrachten. Castel Tonnerre. Ich sehe keine Quest irgendwo. Und schon haben wir den Pfadfinder erledigt. Das wollte ich ja auch. Ich wollte eigentlich ja hier den Wegschrein haben, damit wir überall hinporten können jetzt mittlerweile.
So, wunderbar. Klappt ja heute echt gut. Wenn ihr Fragen zu den Add-ons habt für ESO oder was auch immer, zu den anderen Spielen, die ich so zocke, Herr der Ringe Online und Lost Ark und Star Trek Online oder Elite Force, was ich gerade auch spiele von Star Trek, dann einfach in den Chat. Okay, jetzt kommen wir aber auch endlich mal in die Nähe der Quest. Was Länge wird, wird gut. So. Jo, da sind wir. Ihr wollt was tun? Nein, überdenkt das noch einmal. Ich bin voller brennbarer Baumrinde. Aber es geht schneller, wenn wir die Feuerscherbe zerkleinern. Mehr Scherben bedeutet mehr Hitze und... Ah, der Abenteurer kehrt zurück. Bringt mir bitte die Feuerscherbe und das Harz. So, jetzt wollen wir die beiden vom Fluch befreien. Hier an dem, ja, Faundickicht, wo die Tafel zerschlagen haben. Darum sind sie ja verflucht. Und was seht ihr dadurch? Ja, dass wir hier jetzt gleich auch noch das Faundickicht laufen werden. Ne? Wir werden nämlich noch sogar eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde streamen. Könnt ihr denn noch? Seid ihr noch fit? Seid ihr noch da? Genau. Dann würden wir hiernach noch das Verlies durchgehen mit der Quest und dann wieder bei der Hauptstory weitermachen. Einfach, dass wir das Faundickicht alles erledigt haben. Ich hoffe, Druide Fenas weiß, was er tut. Seid bitte vorsichtig mit dieser Feuerscherbe. Ich habe gesehen, was ein einzelner Funke mit einem Wald anrichten kann. Und ich habe keine große Lust, als Lagerfeuer zu enden. Verflucht noch einmal! Ich will kein Baum sein! Ups, jetzt ist mein Ball gefallen. Egal. Wie fühlt es sich an, Jocelyn? Wie es sich anfühlt? Als würde ich mich in einen Baum verwandeln! Meine Knochen werden immer weiter gestreckt. Meine Haut ist jetzt Rinde. Meine Füße schlagen Wurzeln. Wenn ich zu lange an einem Ort stehe, habe ich Angst, dass ich nicht mehr wegkomme. Der Druide muss den Fluch brechen. Das muss er einfach. Und wie geht es Octin? Octin ist ein Ball aus Licht. Wie meint ihr denn, dass es ihm geht? Er wird mit jedem Augenblick nur noch verwirrter. Mir würde das Denken wohl auch schwerfallen, wenn ich als Kopf nur ein pulsierendes Funkeln hätte. Können wir jetzt bitte weiter daran arbeiten, den Fluch zu brechen? Mhm. So langsam habe ich diese Schwebesache im Griff. Meistens fliege ich genau dorthin, wohin ich will. Außer wenn der Wind geht. Ich muss noch immer lernen, wie man gegen eine starke Brise ankommt. Oh, hallo. Worüber haben wir gerade gesprochen? Der ist völlig durcheinander. Wisst ihr, wie ist es so, ein Feenwesen zu sein, Octin? Ich bin ein Feenwesen? Oh ja, das hatte ich glatt vergessen. Nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es kommt mir vor, als wäre mir eine große Last abgenommen worden. Das mag aber auch nur daran liegen, dass ich jetzt so viel leichter bin. Kein Fleisch, keine Knochen. Versteht ihr? Aber die arme Jocelyn, sie sieht so schrecklich traurig aus. Okay, warum meint ihr, dass sie traurig ist? Jocelyn war noch nie eine große Naturfreundin. Sie ist lieber drin als draußen. Sie hasst Insekten und Schlamm und das Wetter. Ob wir sie wohl in einem Gebäude einpflanzen könnten? Das könnte die Sache ein wenig erträglicher für sie machen. Sofern wir den Fluch nicht brechen können, versteht sich. Ob wir sie in einem Gebäude einpflanzen können? Nee, ist klar. Gut, versuchen wir den Fluch zu brechen jetzt. Ihr habt die Feuerscherbe und das Harz des Heiligen Baumes? Sehr gut. Jetzt haben wir, was wir zur Durchführung des Rituals brauchen. Wir müssen nur noch den richtigen Ort für das Ritual finden. Dabei müsstet ihr mich unterstützen. Diese beiden sind derzeit keine große Hilfe. Ja, ich werde euch helfen. Wohin müssen wir gehen, um das Ritual durchzuführen? Es ist nicht weit von hier. Ich werde es euch zeigen. Wir müssen an den Ort gehen, an dem sie die Tafel gefunden haben. Sobald wir die Tafel zurückgebracht haben, können wir uns daran machen, sie wiederherzustellen. Das Ritual wird nicht einfach. Nichts, das mit Flüchen zu tun hat, ist jemals einfach. Nur noch eine Kleinigkeit, dann können wir anfangen. Und wie sieht diese Kleinigkeit aus? Die Gegenstände für das Ritual. Gebt sie mir. Dann müsst ihr vorgehen und einen sicheren Weg zu dem Ort bahnen, den ich auf eurer Karte markiert habe. Ich folge euch mit Jocelyn und Octin, wenn der Weg frei ist, und bereite den Ritualort vor. Natürlich, hier. Nehmt die Feuerscherbe und das heilige Harz. Octin, es tut mir leid. Ich hätte euch nicht anschreien sollen. Es ist nur... Ich habe Angst. Keine Sorge, Jocelyn.
Ich hatte es absolut vergessen, bis ihr es gerade erwähnt hattet. Der vergisst alles. So, wir sollen ins Faundickicht. Und da wartet noch eine Quest auf uns. Die machen wir natürlich in einem Punkt mit. Cool, guckt mal. Das ist so ein Faun. Der steht da so ganz hilflos allein. Oh, wie niedlich. Ein Rehbaby. Oder ist das ein erwachsener Faun? Nee. Ein Bambi-Faun. Nee, ist klar. Habt ihr Zeit, ein paar... Nun, Faune sind nicht wirklich wehrlose Kreaturen, aber sie schweben in Gefahr. Die Faune brauchen Hilfe bei etwas? Nur weil sie intelligente Kreaturen sind, heißt das nicht, dass sie keine Hilfe brauchen. Die Herde leidet, weil ein Wolfsrudel in die Gegend gekommen ist. Die großen Bestien fressen alle Kreaturen, die sie sehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auch die Faune fressen. Ihr möchtet also, dass ich euch der Wölfe entledige? Nein, auf keinen Fall. Ich will, dass jemand diese schnell wachsenden Samen und Pflanzen im ganzen Faundickicht einpflanzt. Faune lieben den Geschmack der Beeren, aber Wölfe mögen sie gar nicht. Ich kann auch eine Belohnung bieten, falls ihr bereit wärt, mir zu helfen. Oh, das ist ja eine gute Alternative. Ich helfe euch, Samen im Faundickicht einzupflanzen. Ich markiere Orte im Faundickicht, an denen ihr die Samen einpflanzen solltet. Sobald die Faune anfangen, die Pflanzen zu fressen, werden die Wölfe nicht mehr in ihre Nähe kommen. Sie mögen den Geruch ganz und gar nicht. Wir pflanzen auch Samen ein, aber wir stoßen dann zu euch, um zu sehen, wie ihr vorankommt. Und warum kümmert euch der Schutz dieser Faune? Die Faunherde lebte schon an diesem Ort, bevor die Druiden Galen besiedelten. Sogar Druidin Madena wählte dieses Dickicht aus, um sie zu studieren. Außerdem liebe ich sie. Sie sind klug und verspielt, wie der kleine Mohair. Passt aber auf, er könnte versuchen, euer Bündel zu verspeisen. Und wer war Druidin Madena? Ihr habt noch nicht von ihr gehört? Doch, ich glaube schon. Sie inspirierte mich dazu, eine Druidin zu werden. Sie ist jetzt eine Älteste. Doch in ihrer Jugend kam sie hierher, um die Faune zu studieren. Sie erfuhr so viel über sie, wie sie miteinander umgehen und wie klug sie sind. Ihre Liebe zu den Faunen wurde die meine. Aha, und warum hat sie die Faune studiert? Ehrlich gesagt wusste niemand wirklich viel über Faune, bis sie hierher kam. Sie wurden eher als gerissene Schädlinge gesehen. Sie war die erste Druidin, die sich damit beschäftigte, wie die Herden leben. Ich glaube, ihre Bemühungen führten zu weniger Todesopfern unter den Faunen und zu mehr Verständnis für sie. Aha, und ihr seid eine Druidin. Ich weiß, was ihr denkt. Wie wurde eine Waldelfin eine steinleere Druidin? Ich war nicht zufrieden damit, mich an den grünen Pakt zu halten. Es reichte mir nicht. Also kam ich nach Galen, um mich selbst zu finden. Es stellte sich heraus, dass ich einfach zum Steinlehre-Zirkel passe. Aha. Und warum habt ihr den Steinlehre-Zirkel ausgewählt? Sie waren die Einzigen, die anfangs überhaupt mit mir sprechen wollten. Die anderen Zirkel mögen keine Außenseiter. Auch jetzt noch fällt es ihnen schwer, mich als eine von ihnen zu akzeptieren. Doch ich bin gut darin geworden, die Ahngezeiten davon zu überzeugen, mich nicht anzugreifen. Und Mohair zu haben, hilft auch. Aha. Darum ist er bestimmt dabei. Seid ihr euch sicher, dass diese Beeren die Faune vor den hungrigen Wölfen schützen werden? Die übliche Beute des Wolfsrudels wurde durch die Fäule letztes Jahr reduziert. Daher kam es hierher, um zu jagen. Es fängt mit kleinerer Beute an, aber es ist nur natürlich für Wölfe, dass sie als nächstes die Faune jagen. Das will ich verhindern. Mhm. Und ihr meint wirklich, dass diese Samen die Antwort sind? Hey, ich bin eine Druidin. Die Kenntnis der Natur ist Teil meiner Berufung. Diese Samen wachsen äußerst schnell und bringen Beeren hervor, die Mohair liebt. Wölfe hingegen hassen ihren Geruch. Nur ein Anflug davon und sie laufen weg. Aha. Und wie wird das den Faunen helfen? Habt ihr das noch nie gehört? Ihr seid, was ihr esst.
Nach ein paar Mahlzeiten werden die Faune wie die Beeren riechen. Außerdem habe ich diese Samen mit Magie erfüllt. Sie werden sofort sprießen, wenn ihr sie einpflanzt. Die Faune haben reichlich zu essen und die Wölfe werden sie in Ruhe lassen. Ja, die einen nennen es Magie, die anderen nennen es Biotechnologie oder Klonsamen oder irgendwelche genmanipulierte Samen. Hör da auf. Das ist nicht gut für die... Naja, egal, passt schon. Warum habt ihr Mohair bei euch? Es gab einen Zwischenfall mit seiner Herde. Die Wachen vor Vastyr dachten, die örtlichen Faune greifen sie an. Das taten sie aber nicht. Leider war Mohair der einzige Überlebende. Das ist nicht gut. Könnt ihr ihm nicht eine neue Herde geben? Faunherden sind eng verknüpfte Familien. Sie würden niemals einen Außenseiter aufnehmen, insbesondere niemand so Kleines und Schwaches. Doch Mohair hilft mir, sture Außenseiter davon zu überzeugen, dass Faune keine schrecklichen Kreaturen sind. Er ist eine Art Botschafter bei Mensch und Meer. Mhm, dann sieht er euch als seine Mutter. Ich bin wahrscheinlich eher eine herrische Schwester. Wir kommen miteinander zurecht, doch er neckt mich trotzdem, wenn er sich langweilt. Ich halte ihn von Ärger fern, aber kontrollieren kann ich ihn nicht. Insbesondere in diesem Alter. Er ist aufmüpfiger, als ich es in meiner Jugend war. Okay. Ich würde ja mal gern fragen, können die reden oder so? Okay, fertig. Was macht sie jetzt? Zaubert. Nee, reden scheint er nicht zu können. Wir gehen mal ins Feendickicht und wie gesagt, wollen Beeren pflanzen, den Boss da drin finden, die Himmelscherbe, vielleicht noch so die eine oder andere Truhe und die Fluchquest erledigen. Also richtig viel zu tun jetzt hier drin. Heftig einiges zu erledigen. Und eben gab es eine Umfrage. Nämlich, ob ich Quest-Bücher vorlesen soll. Die Frauen sind echt nett. Die tun ja gar nichts. Genau, und dann eine geschmeidige Fee. Das hat jetzt nichts mit dem Buch, mit der Quest zu tun, weil die Frage war, soll ich alle Bücher neu vorlesen, die hier in Galen sind, oder nur die mit einer Quest zusammenhängen. Und das hier ist einfach nur ein Buch, ja, über Feen, könnt ihr durchlesen, wenn es euch interessiert. Ansonsten, ich skippe das jetzt. Das lese ich also nicht vor. Ne, nur so für euch als Info, so könnt ihr also auch den Stream mit beeinflussen. Wenn ihr also demnächst wollt, dass ich auch jedes Buch vorlese, was ich so finde, dann müsst ihr einfach früh einschalten und mit abstimmen. Okay, das war's für dieses Buch. Ist das jetzt im Librarian eingetragen? Ja, ist es. Guck mal, wie schön das funktioniert hier. Add-on Librarian. 21.11. Jetzt seht ihr auch, wie lange ich nicht mehr gespielt habe. Ich finde nämlich meistens im Lebensstream ein, ein Buch. Und da habe echt jetzt 14 Tage nicht mehr gespielt gehabt. Letzte Woche habe ich es nicht geschafft. Krasse Sache. 14 Tage ESO-Entzug. Ist schon irgendwie heftig. So lange habe ich das nur nicht mehr gespielt, wenn ich im Urlaub war. Aber letzte Woche hat es einfach nicht geklappt. So, pflanzt die Samen ein. Jetzt wollen wir mal hier. Tolle Arbeit. Sehen wir mal, wie das wächst. Ja, okay. Diese Beeren wachsen gut. Sie werden im Nu für die Faune bereit sein. Mohair hat voll den Spaß daran. Guckt euch das an. Da tut man dem hier einfach so ein paar Beeren hin und... Der hat eine Party als Gäbsteg. Gibt's ja gar nicht. Steg. Beeren. Wer braucht das denn? Braucht man das? Ich weiß es nicht genau. Das ist ja nicht so mein Essen, ne? Ehrlich gesagt. Okay, weiter geht's. Wohin denn jetzt zuerst? Erstmal die Ritualstätte finden oder den Boss? Oder? Ja, komm. Gehen wir mal den Weg lang. Wir machen eine ganze Runde hier drin. Passt schon. So, wollen wir die doch mal hier retten. Ignoriert uns nicht, Fenas. Wir wollen helfen. Was machen wir gleich noch hier draußen? Der weiß gar nichts mehr. So, da ist die kaputte Tafel. Hallo. Freut
freut mich, euch wiederzusehen. Kennen wir uns? Oh, ich erinnere mich. Ihr seid der Abenteurer, der uns helfen wird, diesen Fluch zu brechen. Nun, sprecht mit Druide Fenas. Er weiß sicher, was zu tun ist. Okay, das machen wir. Dann Fenas. Was sollen wir tun? Ihr habt Octin die Tafel gefunden und zerbrochen. Aha. Wir werden das Ritual an dieser Stelle durchführen. Mal sehen. Feuerscherbe, Harz und die Stücke der Tafel. Alles in Ordnung. Oh, fast hätte ich die Warnung vergessen. Die Warnung? Die Regeln der Druiden verlangen, dass ich die möglichen Gefahren genau erläutere. Ganz egal, wie unwahrscheinlich sie auch sind. Wenn Nicht-Druiden an einem komplexen und potenziell tödlichen Ritual teilnehmen. Also müsst ihr genau das tun, was ich sage. Eine falsche Bewegung und... Was? Und derselbe Fluch, der Yoslin und Octin ereilt hat, könnte auch uns betreffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist verschwindend gering. Aber ich fühle mich trotzdem verpflichtet, euch davor zu warnen. Gut, seid ihr bereit? Ich schätze schon. Was soll ich denn tun? Lasst zuerst die Feuerscherbe entflammen. Oh Gott, sie leuchten alle. Wie crazy ist das denn? Okay, dann machen wir die mal an. Gut, erhitzt jetzt das Harz. Okay. Nun zum wichtigsten Teil. Tragt das erhitzte Harz auf die zerbrochene Tafel auf. Oh, sieht gerade so schön aus hier, das Geleuchte. Einfach nicht so den Abend so ein bisschen so, ne, Lagerfeuer hier mit grünem Licht, das so. Ja, okay, ich meine schon. Gut, Moment. Warum haben Sie sich nicht zurückverwandelt? Hä? Hat der nicht funktioniert, oder was? Ihr habt das Ritual durchgeführt, nicht wahr? Ja. Warum bin ich dann noch immer voller Rinde? Meine Füße, sie schlagen Wurzeln. Bitte sprecht mit Druide Fenas. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens als Baum verbringen. Scheint nicht so wirklich funktioniert zu haben. Mich beschleicht das Gefühl, dass mir nach wie vor etwas fehlt. Mal sehen. Ja, noch immer weder Beine noch Füße. Wie enttäuschend. Hey! Könntet ihr bitte mit Druide Fenas sprechen und ihn fragen, was zum Vergessen hier schiefgegangen ist? Danke. Ja, es sieht so aus, als wäre das sinnvoll, oder? Was meint ihr? Wir fragen ihn mal, was da wieder nicht geklappt hat. Ihr habt das Ritual makellos durchgeführt. Der Fluch sollte gebrochen sein. Yoslin und Octin sollten wieder ihre alte Gestalt haben. Außer natürlich... Oh nein. Das Wort, dessen Übersetzung mir Probleme bereitet hat. Jetzt weiß ich, was es bedeutet. Na super, jetzt sagt er, dass er was nicht lesen konnte. Wovon sprecht ihr da? Die Tafel. Der Teil, den ich nicht übersetzen konnte. Jetzt, da die Tafel wieder ganz ist, verstehe ich es. In Feuer und Laub geboren. Was gebrochen ist, stellt nur einen wieder her. Reimt sich in Altdruidisch besser. Versteht ihr denn nicht? Wir können den Fluch brechen, aber nur für einen von ihnen. Was? Wie entscheiden wir, wen der beiden wir zurückverwandeln? Das überlasse ich euch. Ich muss die Macht des Rituals im Fluss halten, bis ihr eine Entscheidung getroffen habt. Sprecht mit den beiden und entscheidet dann. Werden wir Yoslin oder Octin in die ursprüngliche Gestalt zurückverwandeln? Ja, und diese Abstimmung gebe ich an euch weiter. Wen verwandeln wir zurück? Das ist eine gute Frage. Yoslin den Baum oder Octin die Leuchtkugel? Das ist ja mal eine Sache, du. Heftig. Die Umfrage machen wir nur 5 Minuten. So. Und in der Zeit, wo jetzt die Umfrage läuft, machen wir eine kleine Pause, weil ich muss mal AFK, und wenn wir wiederkommen, dann gucken wir uns mal genau an, wen wir zurückverwandeln. Die Umfrage läuft. Ich bin schwer gespannt, was ihr entscheidet. Also einfach mit abstimmen und gleich geht's weiter. Die Leuchtkugel oder den Baum zurückverwandeln.
Eine gute Frage, finde ich. Eine sehr gute Frage. Wen von den beiden wollt ihr zurückverwandeln? Da sind sie. Seht sie nochmal. So. Eure Entscheidung.